Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ziemlich genau vor 2 Jahren war ich in Hamburg und durfte eine halbe Stunde mit dem Polestar 2 fahren. Allerdings fuhr da ein Mitarbeiter mit, man hatte Masken auf, man durfte nicht alles machen, was man will und so. Und jetzt hat mir Polestar tatsächlich nach 2 Jahren für eine ganze Woche dieses Auto hingestellt. Ich hatte damals einen zweimotorigen Performance-Modell und das ist jetzt ein einmotoriger mit Rear-Wheel Drive und der großen Batterie, also 78 Kilowattstunden. Damals hatte man gesagt, ja, es kommt dann demnächst noch einer raus, der hat nur einen Motor und der wird so unter 40.000 Euro kosten. Das hat nicht so ganz geklappt, also den gibt es ab 50.000 Euro und in der Ausstattung, wie er hier steht, kostet er 57.000, 58.000 Euro. Schauen wir uns das Auto mal von innen an. Insgesamt wertig. Ich kann euch die Materialien nur so grob beschreiben. Das ist ein sehr feiner Stoff. Hier, das könnte auch ein Lautsprecher sein, bin mir nicht sicher. Das ist ein groberer Stoff und das hat eine holzige Anmutung. Also eigentlich ganz geschickt gemacht, aus verschiedenen Grau-Schwarztönen, verschiedenen Materialien zusammengebaut. Hier, Harman Kardon. Ich rede normalerweise nicht über Anlagen, aber wir haben es vorhin ausprobiert. Guter Sound. Das Herzstück ist auch hier ein großes Display, auf dem man alle Fahreigenschaften, Lenkgefühl, das One-Pedal-Drive, für mich sehr wichtig, Kriechmodus an- und ausschalten kann. Und wir haben hier verschiedene Einstellungen für den Innenbereich, für die Spiegeleinstellung und so weiter. Wenn wir hier auf diese Kacheln gehen, dann sehen wir einige Apps, die dem ein oder anderen Smartphone-Besitzer bekannt vorkommen dürften. Dieses Fahrzeug ist nämlich in Zusammenarbeit mit Google entstanden. Deswegen haben wir hier Google Maps, Google Assistant. Wir können das Handy koppeln über Apple CarPlay, allerdings nur mit einem Kabel. Vielleicht ganz wichtig, wenn man jetzt bei Maps eine Adresse eingibt, sagen wir mal Frankfurt, irgendwas, wo wir hin, wenn ich komme, dann ist im Gegensatz zum normalen Google die Möglichkeit, Ladestopps hinzuzufügen, diese auszuwählen und dann in die Route zu integrieren. Also auf der Basis von Google Maps, aber natürlich für dieses Auto oder für Elektroautos adaptiert. Das hier ist der Schlüssel. Das mutet ein bisschen altertümlich an. Es gibt auch eine App. Ich kann die App aber nicht verbinden, weil dafür bräuchte ich beide Schlüssel von diesem Fahrzeug. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Mit dieser App kann man ebenfalls auf- und zuschließen und man kann aus der Entfernung auch vorkühlen oder vorheizen, je nachdem in welcher Jahreszeit man sich befindet. Ansonsten haben wir hier ein induktives Ladepad für Smartphones, 2 USB-Stecker, ein Getränkehalter, eine verstellbare Armlehne. Damit kann man dann die Getränke auch umwerfen, wenn man möchte. Und ich glaube, man kann auch aufmachen, oder? Hier kann man aufmachen. Oh, und hat Platz für ein weiteres Getränk. Wo ich eine Weile gebraucht habe, war herauszufinden, wie man denn eigentlich die Klimaanlage einstellt. Okay, dazu muss man natürlich vorher die Gebrauchsanweisung gelesen haben oder sich Carmaniac angeschaut haben oder sonst irgendwas. Wenn man das nicht hat, dann sucht man eine Weile und irgendwann kommt man drauf. Also wenn ich in dem Modus bin, wie ich normalerweise fahre, dann muss ich hier hochwischen. Dann habe ich Zugriff auf verschiedene Apps und hier auch Zugriff auf die Klimaanlage. Dieses Hochwischen ist wie beim iPhone. Man kommt praktisch aus jedem Fenster über dieses Wischen raus, wieder sozusagen in den Home-Button und hat dann wieder die Grundoberfläche mit den wahrscheinlich auch programmierbaren Grundeinstellungen, die einen interessieren. So, dann haben wir natürlich hinter dem Lenkrad ein eigenes Display, auf dem Kilometer, Ladung, Restreichweite und all diese Dinge zu sehen sind. Das kann ich einstellen auf große Kilometer ohne Navi oder kleine Kilometer mit Karte dazwischen und natürlich auch die ganzen Fahrassistenzsysteme sind hier zu sehen. Das hier ist noch ein ganz wichtiges Teil in der Mitte. Hier wird der Gang eingestellt über diesen Hebel. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, hat man auf dem Display eine 360-Grad-Kamera. Man kann aber natürlich durch Tippen auf die einzelnen Kameras sich dann die entsprechenden Winkel auswählen. Hier die Rückfahrkamera, links, vorne, eine Vorauskamera. Das ist der Einstellhebel für Vorwärts, Rückwärts, Neutral und hier der Knopf für den Parkmodus. Dann haben wir hier
ein Drehknopf für die Lautstärke und Musik an aus. Und ja, die Scheiben, Heizung, Warnblinklicht. Das war's eigentlich. Mal wieder ein übersichtliches Auto. Das finde ich natürlich schon mal sehr schön. Nicht viel Schnickschnack und trotzdem alles, was man braucht. Es geht los! Ja, also hat ja keine Wahnsinnsbeschleunigung. Ich weiß es auswendig nicht. Ist, glaube ich, 7 oder 8 oder sowas. Also war jetzt nicht dolle. Aber mal schauen, wie es zahlenmäßig dann hinterher sich auswirkt. Der Polestar 2 fährt sich angenehm, liegt gut auf der Straße, wackelt nicht, lenkt sich leicht. Fahrerassistenzsysteme finde ich soweit gut. Was mir gut gefällt, ist, dass es immer wieder in den Spurhalteassistenten zurückgeht, auch wenn man mal eingegriffen hat, also nicht neu aktiviert werden muss. Das gefällt mir gut. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass ich wirklich dem so vertrauen würde, dass ich dem die Fahrt überlasse, was ich beim Model 3 tue. Also ich weiß, ihr schimpft immer, wenn ich mit dem Model 3 vergleiche, aber bei diesem Auto kann man das wirklich einfach sehr gut, gerade bei dem, was ich hier habe. Es hat 78 Kilowattstunden Batteriekapazität, wie mein Model 3. Es hat einen Single-Motor mit Rear-Wheel-Drive, wie mein Model 3. Und es ist ein originales Elektroauto, also nicht umgebaut irgendwie, sondern als Elektroauto gebaut. Es hat eine eher übersichtliche Bedienung, auch gerade am Lenkrad. Für die meisten Verbrenner sehr spartanisch schon fast. Hat natürlich ein zweites Display, was mein Model 3 nicht hat, was ein Model S hätte. Ich finde, so subjektiv betrachtet, das wundert jetzt auch nicht, wenn was aus demselben Stall wie Volvo kommt, dass das Ding sehr gut verarbeitet wirkt, sehr wertig und stabil. Vielleicht ein bisschen weniger klappert, wenn man die Tür zumacht wie mein Model 3. Auch wenn es weniger stark beschleunigt, lange nicht so spritzig ist wie das Model 3, aber ich würde mal sagen, das genügt für ein Auto. Damit kommt man auch an jedem Laster vorbei. Wir machen gleich noch den Top-Speed-Test. Da wird sich dann herausstellen, dass dieses Auto deutlich langsamer fährt und früher abgeriegelt ist. Nach WLTP hat er, glaube ich, irgendwas 520, 530 Kilometer Reichweite. Das Model 3 hätte 600. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass das mal wieder dem Wind und dem Fahrwind mit einer massiven Front begegnet, wogegen halt Model 3 eher ein Sportauto ist. Es geht los. Schon die Bremsung ein. 165. That's it. Oh, wenn wir eh bald ein Tempolimit haben, passt das ja, ne? Wir haben uns ein schönes Plätzchen hier gesucht auf dem Bodanrück und schauen uns das Auto mal von außen an. Vielleicht hier gerade, weil wir da stehen, die Ladeklappe. Wie gewohnt zum AC und DC laden. Die Ladeleistung beim AC-Laden ist maximal 11 kW und beim DC-Laden 150 kW maximal. So, jetzt entdecke ich dieses Auto und suche mal, was vorne sich hinter der Motorhaube verbirgt. Klassisch. Spannende Frage, wie lange brauche ich dieses Mal, um die Haube zu öffnen? Erstmal Haube finden. So, ich habe was gefunden. Ging schnell dieses Mal, hält auch von selbst. Und was sehen wir hier? Ein Frunk. Wahnsinnig viel Platz ist nicht, aber eben, ich bin begeistert. Es gibt mal wieder einen Frunk. Hoppla. Diese Front ist schon irgendwie besonders. Also den Polestar erkennt man natürlich. Der Polarstern findet sich sogar noch an zwei Stellen wieder. Machen wir ein kleines Ratespielchen, wo er noch ist in diesem Auto. Aber erstmal gehen wir zum Kofferraumtest. Ich gebe es zu, hier habe ich ein bisschen geübt. Hier ist übrigens der zweite Polarstern, dann sind es vier. Ich habe gesucht. Und nachdem ich beim Megane zuletzt hier unten vergeblich gesucht habe, ist es dieses Mal hier der Knopf. Geht elektrisch auf, sowas mag ich. Geht auch elektrisch wieder zu.
Jetzt entdecken wir erstmal alle Klappen. Wir gehen hier mal systematisch vor. Hier haben wir eine Kofferraumabtrennung, damit die Sachen hinten nicht verrutschen. Okay. Und hier haben wir, noch eine Vertiefung. Und wofür das hier gut sein soll, ist mir nicht ganz klar. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wofür man diese Zwischenräume hier braucht. Vielleicht um Decken zu transportieren oder Pizzateig. Das kann man hier, wie ich gerade feststelle, auch noch aufstellen, sodass man dann hier werkeln kann, ohne dass einem die Klappe immer auf die Finger fällt. Da passen auf jeden Fall so ein, zwei Daypacks, würde ich mal sagen, rein. 22 cm Hände, schauen wir mal, wie breit das Ding so ist, den Einstieg. 85 cm in dieser Breite, 90 cm und bis zur Rückbank ebenfalls gute 90 cm, vielleicht 92, würde ich sagen. Hier haben wir natürlich Platz, 60 cm diese Höhe und dann klappen wir mal hinten um. Übrigens, eine Sache, ich muss den Opa-Test noch mit aufnehmen. Ich hatte ein Problem, sein Sauerstoffgerät anzuschließen, weil der einzige 12-Volt-Anschluss in diesem Auto befindet sich hier. So, jetzt klappen wir mal die Rückbank um. Hier vermutlich eine Skiklappe. Einmal Zwetschge. Zweimal Zwetschge. Ich würde mal sagen, für ein E-Piano reicht's. 7, 8, 176 cm E-Piano-Test bestanden. Ein Detail, was mir wirklich sehr gut gefällt, sind diese Spiegel. Weil es ist wirklich schön, dass die bis zum Rand gehen. Das finde ich ziemlich schick. Da sieht man auch viel. Also das ist ein Detail, was mir echt gut gefällt. Wenn ich hier schon gerade bin, dann lass uns mal den dritten Polarstern revealen. Der befindet sich nämlich hier oben. Dahinter ist, glaube ich, ein kleiner Projektor, der diesen Polarstern auf das Panoramadach projiziert. Und das sieht natürlich vor allem nachts schön aus. Übrigens, es werden immer mehr Polarsterne. Hier ist natürlich nur einer. Und der fünfte ist hier. So, jetzt wird es Zeit für den Oscar-Test. Mein Sohn Oscar, immer noch 1,95 Meter groß, steigt wieder auf der Seite ein, wo der Sitz auf ihn eingestellt ist. Oh ja. Der Schuhlöffeltest. So. Oh ja, okay. Das ist eng. Ist so? Ist schon eng, ja. Also der Dachhimmel ist auch so hart und so. Also da gibt es gar kein Nachgeben oder so. Und da bin ich schon... Also da stoße ich nicht nur an, sondern da kann ich nicht mehr gerade sitzen. Da muss ich meinen langen Hals ein bisschen einfalten. Okay. Und wenn ich mit dem Kopf ausgestreckt sitzen will, was man ja normalerweise so macht, dann muss ich schon die Beine am Sitz vorbei machen. Ja. Aber also ich finde, es sah auch so klein aus. Ja. Füße viel Platz passend drunter. So, gerade so, ja. Jawohl. So ein bisschen klaustrophobisch. Und die Knie stehen ab. Ja, ja, gut. Aber ich finde jetzt nicht besonders viel oder so. Okay. Aber das mit dem Kopf hier überrascht mich. Aber es ist wieder so ein tolles Panoramadach. Aber das da fängt einfach zu weit hier vorne an. Ja. Das verstehe ich aber nicht. Ich bin inzwischen alleine zu Hause. Der Oscar ist mit dem Polestar 2 nach Köln gefahren und er hat von der Fahrt noch ein paar Eindrücke geschildert, sodass wir auch eine etwas längere Fahrerfahrung noch mit hier reinbringen können. Der Oscar hier, ich habe ja die große Ehre, den Polestar 2 nach Köln zu fahren. Und ich bin gerade angekommen an meinem ersten Ladestopp. Ich habe einfach mal mich komplett blind auf hier Google Maps, was in diesem Auto integriert ist, verlassen. Und einfach die erste Ladestation hier angesteuert, die mir hier vorgeschlagen wurde. Das hat auch super funktioniert. Ich bin mit 7% angekommen. Stramm auf jeden Fall. Und jetzt lade ich hier einem 150 kW Charger von ENBW, glaube ich. Allerdings nur mit 75 kW. Ich weiß jetzt nicht warum. Ich habe schon geschaut, ob ich irgendwie die Ladeleistung künstlich gedrosselt habe oder so. Habe ich aber nicht. Naja, jetzt stehe ich hier. Mir fehlt ein bisschen der McDonald's und Burger King, der normalerweise am Supercharger ist. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind beim Fahren. Der Abstandshalter, Tempomat, funktioniert super. Also da bin ich wirklich sehr positiv überrascht. Der verhält sich mega gut, sau angenehm, bremst früh genug ab und auch nicht so abrupt, sondern wird langsamer. Der Spurhalteassistent allerdings ist irgendwie... Also mit dem kann ich gar nichts anfangen. Ich habe den zwar jetzt die ganze Zeit angehabt. Der geht allerdings nur bis maximal 135 km/h. Und dann schaltet er sich einfach aus. Dann vibriert das Lenkrad so kurz, so ein bisschen. Das muss man aber auch, also wenn man nicht mit beiden Händen am Lenkrad ist, dann spürt man das eigentlich kaum. Und dann ist er einfach aus. Also egal, ob in der Kurve oder whatever, der geht dann einfach aus. Es gibt keinen Ton oder so, der ist dann einfach aus. Musste ich mich die ersten paar Male etwas dran gewöhnen. Und
was mich sehr gestört hat, der fährt extrem, extrem weit rechts. Also ich habe im rechten Außenspiegel immer gerade noch so die Linie auf dem Boden gesehen. Und normalerweise, wenn ich fahre, ist das nicht so. Also da fahre ich so relativ in der Mitte, wahrscheinlich eher ein bisschen links sogar. Und es ist nicht wie bei der ID-Serie oder so, dass man dann ein bisschen rüberziehen kann und dann bleibt der da, sondern der zieht immer wieder richtig aggressiv rechts an die Linie ran. Und das war mir, also das ist mir echt total auf den Sack gegangen. Ja, und jetzt stehe ich hier. 36%, 75 kW. Ich wurde übrigens gerade beim Reinfahren sehr freundlich von einem anderen Polestar 2 Besitzer gegrüßt, der dann gleich, als ich mich da drüben hingestellt habe, meinte, er fährt gleich weg, er ist schon fertig mit Laden und hier sind 150 kW und da drüben wären nur 50 gewesen. Das fand ich sehr freundlich. Also dieses Community-Denken gibt es bei Polestar, glaube ich, auch so ein bisschen ähnlich wie bei Tesla. Der Oscar hat noch ein zweites Mal geladen auf dem Weg nach Köln. Da war es ein noch leistungsfähiger Charger und er hat tatsächlich die 150 kW erreicht, die als Spitzenladegeschwindigkeit angegeben werden. Und dann hat er sich noch ein bisschen beschwert, weil der Polestar 2 nicht ganz so spritzig sei wie mein Model 3. Das stimmt natürlich, da sind ein paar Sekunden dazwischen. Und da der Oscar ein bisschen schneller fährt als ich und so angenehme 150 km in der Stunde normalerweise als Reisegeschwindigkeit hat, dann hat ihm so ein bisschen die Reserve gefehlt, wenn mal hinten einer ankam oder so und er wollte mal schnell weiter oder rechts rein. Kommen wir zum Fazit. Ich denke, Model 3 und Polestar 2 sind wirklich absolut vergleichbare Autos. Sie haben eine ähnliche Größe und man kann sie so konfigurieren, sage ich mal, dass sie wirklich gut vergleichbar sind. Eine Sache muss man wissen, beim Polestar 2 muss man, wenn man die Preise anschaut, immer zwei Pakete dazu nehmen, damit man dieselbe Ausstattung hat wie das Model 3 normalerweise. Man muss das Plus-Paket dazu nehmen, dann hat man das Panoramadach, die verstellbaren Sitze, ein schönes Soundsystem und die induktive Ladeschale und solche Sachen. Und man muss das Pilot Lite Paket dazu nehmen, damit man die Fahrerassistenzsysteme hat. Nicht identisch, aber praktisch dann vergleichbar. Diese beiden Pakete zusammen kosten 7.600 €. Und so hat man dann vergleichbare Zahlen. Die beiden Standard Range Modelle kosten beim Model 3 49.900, beim Polestar 2 51.895. Long Range mit zwei Motoren kostet beim Model 3 und beim Polestar 2 tatsächlich exakt gleich viel, 59.490 bzw. 59.595. Und wenn man das Performance-Modell vom Model 3 vergleicht, dann muss man beim Polestar 2 das Long Range plus das Performance-Paket nehmen. Dann landet man beim Model 3 bei 63.490 und beim Polestar 2 bei 66.095. Obwohl ich sehr gerne Model 3 fahre, muss ich anerkennen, dass der Polestar 2 wirklich eine sehr gute Verarbeitung hat, wertig wirkt. Ich habe einen Vorteil im Kofferraum. Ich kann mehr reinbringen, weil eben diese Hutablage nicht da ist. Es gibt ein zweites Display. Ich habe es nie vermisst, aber es ist schön, wenn man es hat. Und vielleicht für manche interessant, es gibt natürlich auch Hunderte, schreiben sie, Service Center in Deutschland. Ich hätte jetzt in Überlingen, das ist ein Volvo-Händler, den nächsten. Das ist ein bisschen näher in Deutschland, als wenn ich nach Stuttgart oder München fahren muss. Auf der anderen Seite habe ich beim Model 3, vor allem bei der kleineren Version, eigentlich mehr Leistung. Ich habe nicht die Abriegelung bei 160 km/h. Ich habe eine höhere Ladeleistung. Das fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Entgegen dem, was angegeben war, hat der Polestar 2 sowohl bei unserem bisschen hier in der Gegend rumfahren als auch bei der langen Fahrt nach Köln, also dick 20 oder sogar 22 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Das ist doch mehr, als ich mit meinem Model 3 bei den Fahrten nach Köln brauche, bei ähnlicher Witterung. Wir haben ja günstige Voraussetzungen gehabt. Ich habe einen ziemlich guten Erfahrungswert, weil mein Model 3 hat unter 20, ich glaube 19 Kilowattstunden auf seine gesamten fast 100.000 Kilometer verbraucht. Und ich glaube, dass der Polestar 2 im Verbrauch tatsächlich nicht so günstig ist. Für mich ist der Polestar 2 dennoch eine absolute Alternative zum Model 3. Vielleicht wirklich nur so, ist man eher der Sportwagenfahrer oder eher der Limousinenfahrer. Ich würde sagen, ja, der Polestar 2 ist eine absolute Alternative zum Model 3. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bitte gebt mir unbedingt ein Like für dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.